Das private Sicherheitsunternehmen kann die 15 Aktivisten nicht aufhalten. Sie stürmen die Vorlesung an der Uni Hamburg von Ex-AfD-Mitglied Bernd Lucke, nachdem er 40 Minuten Zinsrechnung unterrichtet hat. Er wird als Nazi beschimpft, hitzige Diskussionen unter den Studenten. Darf man einen Uni-Professor so angreifen? Das ist keine Meinungsäußerung mehr, das ist eine aggressive Meinung erzwingen. Den anderen niederbrüllen, nicht zu Wort kommen lassen. Die FDP sieht die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Im Gegensatz zu Lucke hatte es die Uni Hamburg-Parteichef Christian Lindner untersagt, einen Vortrag im Hörsaal zu halten. Wir haben in unserer Gesellschaft einen linksgrünen Mainstream. Und wer von dem abweicht, der muss damit rechnen, dass er, wie jetzt ich, an den Hochschulen ausgeladen wird, dass er niedergebrüllt wird oder der bekommt auch Shitstorms bei Twitter. Die Angst, offen seine Meinung zu äußern, von der großen Masse abzuweichen. Mittlerweile haben laut jüngster Shell-Studie 2/3 der jungen Leute das Gefühl, ihre Meinung nicht offen äußern zu können. Man wägt schon ab, wo man was wie sagt, aber ich versuche immer zu meiner Meinung zu stehen. Ja, also es ist wirklich so, dass man sich dann auch vielleicht eher mal zurückhält. Oder man wird zurückgehalten, wie gestern Thomas de Maizière. Der Ex-Innenminister wird von linken Aktivisten daran gehindert, eine Lesung in Göttingen zu halten. In einer Aktuellen Stunde verurteilten die Bundestagsabgeordneten heute die Blockaden gegen de Maizière und Lucke.